Hallöchen zusammen, Doktor hier mit einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition, wie gehabt. In der letzten Folge habe ich mich den Gefährten angebiedert. Das ist so eine kleine Schlägertruppe. Oh, ein Drache. So eine kleine Schlägertruppe. Da habe ich jetzt einen Auftrag bekommen in, trotz Drachen, zeige ich es mal eben, in Rorikstadt. Den Lemkiel, irgendeinen Typen, einzuschüchtern. Boah. Eher ungewöhnlich für einen Magier, würde ich sagen, dieses Grüppchen, aber naja. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier irgendwas gerissen kriege. Okay, es fängt schon völlig dämlich an. Mit Flammen auf einen Drachen drauf zu gehen. Das bringt auch alles nichts, ey. Ich glaube, den Schaden, den habe ich einfach nicht verursacht. Wo ist er? Okay, da ist er. Hinüber. Hat mein Pferd denn jetzt gekillt, oder was? Naja. Ich bin mir nicht sicher. Zwischendurch hatte ich mal so den Eindruck, dass das schon was bewirkt hat. Meine Zauber, aber dann auch wieder nicht. Also, ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob ich wirklich was gegen die ausrichte, diese Viecher. Mit meinem Zauber. Ich weiß auch noch nicht, woran es liegt. Muss ich mich noch mit beschäftigen. Naja, ein paar Pfeile könnte ich so mitnehmen. Ich wiege wieder zu viel. Ich muss irgendwas. Irgendwas muss ich hier noch in den Dreck werfen. Alter Nordbogen, da habe ich auch drei Stück von. Das bringt mir gar nichts. Ich müsste irgendwas haben, was mindestens 14 wiegt. Was zum Teufel wiegt denn hier so viel? Warum bin ich denn so schwer? Ey, das macht gar keinen Sinn, dass ich hier mit mir rumschleppt, die Laterne.
Ja, hier diese Gegenstände, da weiß ich, aber die wiegen auch nichts, ne? Diese Questgegenstände, aber da weiß ich auch nicht so recht, ob ich die noch für irgendwas aufbewahren soll oder ob das überhaupt keinen Sinn macht. Ja, die Sachen, die wiegen doch auch alle nichts, ey. Okay, 9 Stück davon hast du dann schon auch 9. 9 Inventar aufgebraucht. Stopp der Flammen. Zaubertränke, aber die wiegen ja auch nichts, ey. Ich meine, die Masse, die macht's wahrscheinlich dann irgendwann, ne? Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als entweder ganz viel kleine Sachen oder halt sowas hier wegzuwerfen. Dann werfe ich hier den weg und den weg und dann bin ich wieder im Rahmen. So, den Drachen, den hatte ich ja geplündert, jawohl. Dann geht die Reise jetzt weiter. Nicht tot? Was macht so ein Riese eigentlich? Greift er mich sofort an, oder? Naja, macht er. Nix für weg hier. Ja, genau. Ich folge jetzt hier schön im Weg. Gucken, der will mich bestimmt wieder ausrauben hier vorne. Ja, doch nicht. Und da sind wieder meine heißgeliebten Wölfe. Na, komm her. Mal, da wechsle ich aber wieder auf die Flammen. So. Okay, da vorne geht wieder ein Kampf ab. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gehöre keiner von diesen Fraktionen da an bisher. Insofern sollen die mal schön alleine kämpfen. Da höre ich wieder. Oh, was ist das denn? Hey. Säbelzahntiger. Ah, der verträgt aber ein bisschen mehr als so ein Wolf, du. Deutlich mehr. Was gibt's denn hier so als Belohnung? Oh, der Tiger hat Gold dabei. Und weiter geht's nach Rorikstadt. Gucken, ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr, ne? Nö, geht.
Da hat einer irgendeine Kuh angemalt. Okay, da sind wir schon. Habe ich mir jetzt irgendwie größer vorgestellt. Aber okay. So, mal schauen. Ich würde gerne Krempel verkaufen. Aber das ist doch bestimmt wieder die Gastwirtschaft hier. Ja, natürlich. Da kriegst du halt nur Nahrung und sowas verkauft. Keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst. Was habt ihr zu verkaufen? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Oh nein! Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Hä? Ja, egal. Ich zeige euch euer Zimmer. Nee, Bruder, lass mal. Ich will gar kein Zimmer haben jetzt. Okay, das andere, das scheint eher Wohnhäuser zu sein, ne? Gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Mhm. Da ist Lemkiel. Den soll ich einschüchtern, okay. Tut euch selbst einen Gefallen und bekommt keine Kinder. Die taugen zu gar nichts. Okay, ich bin hier, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt. Boah, Moment. Dann zieh ich aber mal eben hier meine Klopper, Uniform an. Ui, 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 jetzt hat er aber ausgepackt, ja. Bam. Leg dich nicht mit einem Magier an. Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Schön, ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Okay. War ein bisschen unrühmlich hier der Job für einen Magier, aber naja. Das Blöde ist, ich kann hier auch irgendwie nichts anderes machen, ne? So wie es aussieht. Wir haben gucken, hier hinter kommt auch nichts mehr.
Oh Mann, ey. Das ist ein tolles Dörfchen hier. Jetzt kann ich einfach ganz plump wieder zurückreiten. Super. Ich glaube, ich habe auch soweit nichts mehr, was ich hier großartig machen könnte, ne? In der Ecke. Ich glaube, die Badenakademie, aber die ist. Boah, die ist ganz hier oben. Ich meine, die ist in Einsamkeit. Nee, ich glaube, das Beste, was ich machen kann jetzt, ist einfach wieder zurückkehren. Einfach wieder zurückreiten. Die kloppen sich immer noch hier. Oder? Nee, das ist schon wieder ein, das ist ein anderer Kampf gewesen, glaube ich. Es waren nur gerade noch viel mehr. Ich glaube, ich kürze den Weg jetzt mal ein bisschen ab hier und reite einfach querfeldein, direkt aufs Ziel zu. So, da sind wir ja fast schon wieder. Krass. Der Drache, der ist irgendwie schon verwest. Alle anderen Leichen bleiben immer ewig lange liegen. Der Drache ist tatsächlich schon weg, okay. Ihr da. Hä? Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Okay.
brauche ich die jetzt auch noch? Boah. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter? Dämmerwacht? Wovon sprecht ihr? Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Ja, keine Ahnung. Vampire jagen jetzt auch noch? Ach komm. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ha, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifthorn, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Von Rifthorn. Ach, da unten. Ja, das dürfte... Ich kann es nicht genau sehen, weil... Ist hier ganz schlau gemacht, wie man sieht. Festung Dämmerwacht, ganz am Kartenrand, krass. Okay. Jo, wenn es mal wieder zurück nach Rifthorn geht. Nachdem ich da diese Bienenstöcke hier in der Honigbraue... Brauerei angezündet habe und den Safe leer geräumt habe, muss ich eigentlich eh dahin, ne? Ich guck mal gerade. Ja, das war das hier, geistiges Gift. Da kehre zu Maven Schwarzdorn zurück. Könnte man die beiden Quests ja miteinander verbinden, theoretisch. Ich suche die ganze Zeit hier diesen Questeintrag, Mensch. Das ist einfach der fetteste da oben. Okay, zu Farkas zurückkehren, ja. Dann mache ich das jetzt. Dann werde ich aber auch versuchen, hier noch ein paar Sachen zu verkloppen. Guten Morgen. Guten Tag. Da ist doch ein Schmied. Ulfbert Kriegsbär, okay. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Na gut, habe ich denn hier noch Sachen, die ich dem verticken kann? Also den Bogen könnte ich ja theoretisch einfach mal behalten. Und dann verkaufe ich hier den orkischen. Den alten Nordbogen, alte Nordkriegsaxt des Frosts. Die kommt weg. Bekleidung. Die Sachen wollte ich eigentlich nicht verkaufen.
So, den Rest behalte ich. Es ist schön. Ich bin halt immer noch sehr schwer dann, ne? Ich glaube, ich trage einfach zu viel von diesem Kleinkram mit mir rum. Mit euch Geschäfte zu machen. Danke. Gut, gut, alles klar. Ja, dann werde ich als nächstes zu Farkas zurückkehren, so wie mir befohlen wird hier im großen Buch der Quests. Aber das mache ich nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende erreicht. Hier geht es dann nahtlos in der nächsten Folge weiter. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt weiterhin gesund und seid gerne auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin.